Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit Clash Royale. Die 20 Siege Challenge ist noch am Start. Einen Versuch habe ich noch. Sonst schaffe ich immer so 10, 12, 14 Siege in anderen Challenges. Diese Challenge ist so dermaßen versweated. Da sind wirklich nur gute Spieler drin. Selten Free Wins, keine Casuals. Unnötig verschwitzt. Bixbin kommt gleich, ihr wird mich coachen. Wenn euch das Ganze gefällt, das Free-to-Play-Projekt und es wird auch noch große Updates geben, gerne den Kanal abonnieren. Oh, sehr geil. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, gibt es hier unten, oder auch schon mit drin, ne? Der verfällt nämlich nach 7 Tagen immer. Den Creator-Code könnt ihr eintragen, kostet nichts. Ich bin heiser. Also, ja, habt ihr vielleicht schon gehört. Meine Stimme ist nicht so da. Ich habe schon wieder schön gezockt, immer die Clan-Spiele. Und wir können heute, das mache ich schön mit dem Schlüssel auf. Stand da nicht gut für die Goldkiste? Das Ding endet in 11 Stunden. Hier kann ich nur 50.000 rausholen. Heute ist auch. Season-End ist noch nicht heute, ne? Der Season-Pass ist nur schon zu Ende. Aber die Season endet in einer Woche. Ich gehe in den Normal Gamer kurz rein. Ach, Digga. Ballon Rage. Was ist mit ihm? Da bin ich schon wieder so sauer direkt. Ja, jetzt habe ich ja gut gespielt. Solid. Level 14er Loon. Er hat ja alles, Max. Wer ist das? Was ist das denn für ein Idiot? Bei 5-5 will der mich verarschen. Ich jetzt rage dich schon, bevor es in die Challenge reingeht. Ey, das sieht gut aus. Das ist gerade noch das Gold-Event. Ich könnte, glaube ich, heute sogar meine Skami maxen. Das ist fett. Und doch gleich safe wieder mit dem Loon, der Typ. Ist der AFK gegangen? Nee. Oh, der Holzfäller ist weg. Wie geil. Was für ein Lucky Timing. Wie geil. Der Turm greift schneller an, weil er geraged ist und fällt dadurch. Wie geil. Wie geil, wie geil. Was kostet das denn? Ich brauche 5.000. Ich brauche noch 2 Wins, ne? Dann kann ich Skami maxen. Das ist huge. Das wäre ein ganz großes Ding. Bixby kommt gleich. Da gehen wir rein in die 20 Siege Challenge. Und um 23.30 Uhr gehen wir in den Landwirtschaftssimulator rein. Ja, vielleicht gibt es dann nachts noch eine Folge Everdale. Oder nicht. Oder React. Schauen wir dann. Ist der Plan für heute. Zwei Siege. Ach, 14er Tesla als Maul. Oh, aber der Kobold? Nee. Und Mutterhexe für Kleinkram predict. Oh oh. Den Turm haben wir. Der ist sauer.
Der ist sauer, der wird gekontert. Das ist er. Ganz locker. Muss dein Cage mal leveln. Ja, ja. Ja, ja, mach ich auch noch. Mach ich auch noch. Aber das. Nochmal 3800. Für jeden Win 3800. Habe ich hier noch eine Thronschlüssel? Wie viel ist in der Goldkiste eigentlich drin? Mir fehlen 500 Gold. Das Gold? Ja! Geil. Hier fordere ich immer schön den Cage an. Das geht jetzt auch schnell. Der war relativ frisch auf 12. Jetzt habe ich gleich schon wieder 200 davon. Und dann habe ich für das nächste Level auch so. Jetzt wird's geil. 175.000. Jetzt wird's richtig schön satisfying. Die Skami ist so wichtig, weil oft pushe ich mit was rein, dass ein Sepp oder ein Holz rausgebaitet ist und greift dann mit einer Skami aggressiv an der Lane an. Und dann ist es so, dass der Damage per Second so heftig steigt mit höheren Level. Dafür werden wir das machen. Skami von 12 auf 13. Zack. Alles free to play, Leute. Oh, sind wir... Wie lange brauchen wir zum nächsten Level? Das dauert noch ein bisschen. Alles free to play. Jetzt haben wir hier das Buch der epischen Karten. Wählen, Skami, zack. 200 Skamis. Und für 100.000 upgraden. Boom. Maxed. Hey Leute, das Update, das Karten des Level 14 ist relativ neu. Ohne einen einzigen Cent. E-Giant, E-Barbs, Mutterhexe, Mega Minion. Und die Skami maxed. Ich habe sogar noch ein Buch für die Rares. Das heißt, den level ich selber hoch. Und dann kann ich den von 12 auf 13 mache ich so. Und dann kann ich ihn auch instant von 13 auf 14 machen. Und alle Joker gehen in die Zaps rein. Da brauche ich auch nicht mehr viele. Tornado Level ist jetzt nicht so wichtig. Das ist so geil. So geil. So geil einfach. Wenn seine Stimme beim nächsten Podcast auch noch so ist. Oh scheiße, stimmt, was ist die Aufnahme? Naja. Hey, 7 Siege nur, was war auch so sweaty, ne? Okay, jetzt brauchen wir Big Spin. Ich schreibe ihn. Nado mit Tokens. Ja. Wir gehen nochmal rein. Bis Bix bekommt. Gold, ja. Dann kommt er. Wann meinte er das? Jetzt? So, rechts einfach mal so eine Skami. Und dann den Turm. Zack. Guck mal den Damage an. Guck mal die Skami an. Level 14er Skami gegen 11er Türme. Seht ihr das?
Schauen Sie den Cage. Der tankt sogar, wie geil. Und jetzt tankt das Schwein. Alter, wie geil war der Cage? Halt's Maul. So kann man sich den Podcast anhören, bin neu in dem Thema und kenne mich nicht aus. Wir sind ein Spotify Original. Das ist ein Ritterschlag, das ist das Geilste, was geht mit dem Podcast. Uns gibt's nur auf Spotify. Wir sind nicht mehr, sozusagen Podcast, einfach auf den Link klicken. Kann man auch kostenlos reinhören. Möchte nur einen Account machen, den Free-Account geht auch, ne? Wir sind nicht mehr Platz 1 in den Charts. Nach 6,5 Wochen. Gemischtes Hack ist da. Aber wir sind immer noch Platz 2, das ist übel geil. Danke für den Support, Leute, ne? Ey, wir könnt krass supporten, wenn ihr... Der Podcast ist mega, der Podcast ist sehr geil. Ja, hört es euch sehr gerne an. Ihr könnt folgen, gerne. Folgen ist super stark. Folgen ist geiler Support. Anhören cool. Klar. Und... folgen ist cool. Vergisst man oft. Aber macht gerne. Alter, zwei Magier und eine Hexe. Ich habe keinen großen Zauber dabei. Oh, war das bad. Wow. Ich habe einfach den gleichen Nado eingesetzt wie bei einem Hawk Rider. Der spielt so ein dummes Deck. Hexenmagier, Elektromagier, Schweinereiter und Balloon. Alter, wie schlecht. So schlecht, aber auch richtig dumm gespielt von mir einfach. Er wird den Turm kriegen, ich kann nichts machen. Ich kann meinen King Tower nicht verteidigen gegen den Schwein und einen Ballon mit einem Elfertürm. Kacke. Boah, super schwacher der Tesla. Oh mein Gott, die Hexe, die Mutterhexe. So ein Drecksdeck. Der ist so bad. Wie kann man... Also... Er hat eine 100%ige Losing Rate gegen Lightning und er hat einfach zwei Win Conditions dabei, Alter. Ey, das Gold-Event ist so geil. Truhenbeschleunigung, cool. Die Mutterhexe war krank. Die Mutterhexe war so krank. Voll gut dabei gerade. Yep. Winning Streak. Freue mich auch schon wieder auf den Season End Push. Das wird geil. Oh Gott. Den kiten wir.
Boah, das macht nicht so viel Sinn. Na egal. Oh, 14er Skelette. Gegen seine Skelette überleben sie einfach. Lol, der Packer. Der Packer wollte gerade zurück zum E-Giant laufen. Nochmal außenrum. Oh Gott, der Kite. What the fuck? Der Turm. Wie geil. Wie geil. Was für ein Kite. Was sind das für geile Games? Als Maul. Ich dachte, das war ein Bug. Nicht schreien. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, die Skelette überleben eine Firecracker-Shot. Halt's Maul. Ich wusste nicht, dass 14er Skelette so OP sind. Die haben einen 12er Firecracker-Shot überlebt. Oh Gott, war der Kite schlecht. Alarm. War so bad. Passt. Hätte ein dicker Throw werden können. Nochmal das Gold, zack. Mit dem Joker. Sollen wir ins erste Game alleine reingehen? Nee. Wenn ich gewinne, ist cool. Was war hier nochmal drin, die andere Karte? Gold sammeln für Nado. Was hatten wir da gestern nochmal? Mega Minion, ne? Ne, wir machen das lieber nicht. Wir warten auf Big Spin. Warten auf Big Spin. Nicht. Ich kann halt flexen, dass ich schon 1-0 stehe. Hä? Was ist das Spiel für ein krankes Tag? Oh, ich bin ja gar nicht so gut mit dem Deck, ne? Sollte man nicht vergessen. Jetzt habe ich auch einen Feuerball dabei. Gegen Skelettkönig.
Hein zünden. Perfekt. Max denkt Free Win wegen 0 Wins. Das ist ja. Ja. Nee. Ich weiß, dass es leider überhaupt nicht so ist. Wir chargen. Boom, 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 boom. Zack, Turm. Ey, ich spiel gut gerade. Voll chillig. Fahren wieder einen Turm. Das war ein richtig scheiß cleanes Game. Bis zur zweifachen wird gechillt und gedefft. In der dreifachen gehen wir mit einem schönen Push rein. Es gibt verschiedene Push. Einen mit Feuerball, einen mit Tank, einen mit Charge, einen ohne Charge. Supergeil. Supergeil. Super gute Runde. Jetzt aber nicht gierig werden. Wieso spielen den alle? Alter, der Kite. So eine kranke Defense zu Beginn. Wo ist der Lost? Geil. Der spielt voll schlecht. Pushen wir direkt noch weiter. Das ist gut, Mann. Das ist sehr gut. Ist der weg? Der hat kein Damage gemacht. Spielst du noch, Alter? Nö. Geile Sache.
Kein drittes. Das ist jetzt gut, das Gute. Jetzt zu wissen, wann aufhört. Jetzt ist genau gut. Jetzt ist genau richtig, einfach jetzt aufzuhören. Das ist perfekt. Guten Tag. Hey, was geht? Alter, was geht? Du hast was geht gut ab? Ja, ja, das ist übel weg. Scheiße. Kannst du nochmal. Warte, F8 muss ich drücken, ne? Nee, kannst du nochmal rejoinen den Kanal? Ich sehe dich nämlich noch nicht. Hat das geholfen? Danke dir. Let's go. Okay. Du bist. Ich bin im dritten Game. Ich habe jetzt hier 2-0. Okay, wichtig. Okay. Gleiches Deck wie gestern. Ich Feuerball drinne. Ich hab die Skelette drinne und die Hütte. Okay. Warum lachst du? Junge, deine Stimme. Ja, die ist komplett weg. Alter. Die ist komplett weg. Baby, danke. Okay. Wie die Skelette? Was, waren die gut oder schlecht? Gut. Die kann man so spielen. Wir okay, haben einfach einen insane DPS. Oh, wir können auch die Barbarenhütte machen, wenn du sagst, sie ist so stark. Nö, nee, Cage ist schon okay, passt. Ist fein. Okay, setz den Cage an am besten. Ja, das passt. Feuerball mache ich jetzt. Ja, ist okay. Charge, okay, ihr wisst ja. Muss ich spielen, genau. Graffit würde ich jetzt setzen, ja. Probier's mal, genau. Charge ist gut. Oh! Oh, let's go! Let's go, let's go, let's go. Ja, wer denkt, der Brücke ist ein bisschen aggressiv, du musst aufpassen. Okay, rein, ja, setz ihn so. Ist okay. Bubble dann drauf, wenn die, sobald die Viecher durchkommen. Also, Ebus nochmal rein, Ebus. Okay. Damit das Ding bestehen bleibt. Ja, verkauft. Nee, Ebus nicht in die Valkyrie rein. Also einfach nur so einfach nach hinten, damit er nicht durchkommt. Das ist gut für dich, er pusht komplett. Das ist gut, er ist greedy, ja. Er ist greedy! Let's go. Grab in the charge, dann solltest du ihn haben. Vollball drauf und gewonnen. Ja. Nice, sehr gut, schöne Runde. 3-0 ist ein schöner Start. Schmeckt. Das ist ein sehr schöner Start. Er schreibt, wow, er ist sauer. Junge, was hast du gestern Abend abgerissen, Alter? Chef Strobel hat ganz doll Halsschmerzen gehabt. War komplett heiser. Hatte Angst, dass es Corona ist. 4 Schnelltests gemacht und dann sogar noch einen PCR-Test. Ja. Hab ihn gestern getroffen. Bin heute Morgen aufgewacht, hab das Gleiche. Ich hab nichts, nur dass die Stimme weg ist. Lag nicht am Alkohol, ne? Einfach ein Keim, was nur die Stimmbänder angreift. So viel kann das nicht sein. Okay. So viel, wann war ich mal denn so heiser? Bist du bescheuert? Das geht okay. Nicht. Mit Halsschmerzen. Stimmt schon. 3-0 ist sick. Weiter rein. 10 Siege wollen wir heute machen. Ja. Fuck, der Wladimir Putin aus Mexiko. Aber aus Mexiko zum Glück. Bubble rein. So immer? Ja. Ey, du kannst schon auf der rechten Seite, auf der linken Seite, genau. Dann kannst du die Skelette da rein. Ja, Skelette am besten. Du kannst die so in den Royal Ghost setzen, dann trifft der. Das kannst du auch. Okay. Dann trifft er die. Also, wenn du sie genau mittig auf ihn platzierst, braucht er 3 Hits für 3 Skelette. Ach, krass, okay, chillig. Ja. Kannst du Feuerball drauf auf den Egos? Das heißt, ich ihn zu mir knocke, dass der Baby Dragon ja. Direkt one-shotten kann. Perfekt, sehr schön. Oh, ich geklappt. Jetzt kannst du den Egos hinsetzen, Egos in die Mitte. Und dann Barfel gleich auf seinen Egos. Genau. Jetzt Barfel auf seinen Egos, dass der Packer genau zurückläuft. Das war gut.
Sehr schön, perfekt. Let's go, gute Defense. Nice. Let's go. Was spielt er? Er spielt Ghost. Wahrscheinlich Widerreiterin. Kekka Widerreiterin. Du musst aufpassen mit der Mutterhexe. Ach, das Deck, ne? Ja. Das ist auch sehr stark Meta. Stimmt. Dann kannst du den Cage gleich einsetzen bei 10 Elixir. Genau. Und dann kannst du da im Prinzip dein Dings einsetzen, dein Scale. Wie heißt das Ding? Gold Knight, genau. Okay, er hat Banditen, er hat nicht den goldenen Ritter. Okay. Er Chargen. Spielt vermutlich die Standardvariante. Nee, okay, nee, nicht Charger. Kannst eine Babylink draufspielen. Ich habe keine Ahnung, was er zockt. Entweder er hat keine Rambok oder Widerreiterin oder kein Magic Archer. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Er könnte ohne Wind Condition vielleicht spielen. Du kannst warten. Würde ich nicht machen. Würde ich warten jetzt erstmal. Genau, kannst darauf einen Feuerball hauen. Guter Feuerball, ja. Schnell. Alter, gleich wie eben. Die. Gleich wie eben Eos. Eos und dann das Barpool nach hinten. Genau, perfekt. So, sehr gut. Jetzt die Skater rein, genau, gutes Skater. Kannst du noch den Golden Knight reinspielen oder Baby Ding? Spiel Golden Knight, genau. Dann Schaden lassen. Sehr gut. Insane, insane. Okay, jetzt chillst du erstmal. Nochmal Charge, wenn geht? Ja, wenn geht ja. Aber geht nicht. Oder? Ah, mit Evo Stun geht das. Nice, let's go, wichtig. Cage rein, genau. Dann kannst du den Baby Ding gleich rausspielen. Ja, auch gut, auch okay. Versuch, der Barpel davor zu holen. Perfekt, let's go. Nice, sehr gut. Alter, das ist solid hier. Dann spielst du da den Baby den ganz hinten. Lass ihn ah, ich hab sowas ja, gemacht. Auf, dann charge ihn. Dann musst du chargen lassen, jetzt muss er kommen. Oh no, Baby-Ding hinten. Ja. Okay, du gewinnst trotzdem. Dann gleich Feuerball drauf, Feuerball riesen Value. Let's go, nice. Richtig. Dann Skelette oder Egos rein. Okay, ist genau Cage, genau, richtig. Dann spiel jetzt den, ja, gut. Sehr gut. Bubble rein? Ja, Bubble musst du auf Ewis in der Situation bewerfen. Ja, scheiße, muss ich. Ist aber noch okay, einigermaßen. Du lebst noch. Okay, ich würde sagen, du wartest jetzt erstmal, spielst jetzt Baby Ding gleich hinten rein. Baby Ding hinten links. Der ist nicht schlecht, Mann. Ja. Dann Ewis in die Mitte. Und dann Skelette ganz oben in der Mitte. Genau da, ja, richtig. Jetzt bubbelst du das. Perfekt. Dann setzt du Golden Knight rein. Charge. Oh, nicht wirklich schafft. Egal. Graveyard. Das zwei Valedings ist super nice. Der muss ein Ebus da reinspielen eigentlich. Okay, jetzt hat er wohl den Feuerball schon nah, wo wir nehmen. Dann warte erstmal. Ich dachte, das ist Ebus rein. Okay, wird den Ebus wahrscheinlich in den Dragon setzen. Überhaupt gar nicht. Genau, okay. Elektro-Dang rein, genau. Dann kannst du die Elektro-Dang rein. So. Dann den Golden Knight rein und dann die Skelette. Golden Knight für Darkman, sondern Skelette rechts. Skelette rechts jetzt. Perfekt, let's go. Sehr schön, sehr gut. Charge. Ja, ah, Alter. Die Defense, Alter. Let's go. Kannst nochmal Ebus reinklatschen, genau. Ja. Nice. Wir sind sehr, sehr clean. Jetzt kannst du Grave reingehen. Genau. Baby Deck noch Brücke, weil da wird ein Ebus reingehen. Okay. Halt auch ein Poison, ja alles. Ja, du hast gewonnen. Einfach warten jetzt, einfach genau den hinten, ja. Dann kannst du da den gut, ja, der ist auch gut, passt, dann kannst du da Cage reinspielen. Ja, sehr gut. Bubble drauf. Sehr, sehr gut aus. Das ist guter Clash, Alter. Das ist sehr guter Clash gerade. Das ist richtig guter Clash, not gonna lie, man. Jetzt musst du aber, jetzt wirst du ein bisschen cocky. Jetzt wird zu cocky werden, 18 Sekunden, ich dachte es ist weniger. Bubble auf sein Ding da, genau. Jetzt noch Ebus rein, Ebus selber, ganz wichtig, in der Cage vor deinem Turm. Genau. Und wir? Ja, sozusagen. Gucken wir mal, passt. Bubble nochmal drauf. Alles tun, dass die Widerreiter nicht mehr. Gut, Feuerball nochmal definitiv draußen. Sauber, Max, let's go. Okay. Alter, wir haben zum ersten Mal das Deck besiegt. Ey, das war gut, das war richtig stark. Das war richtig, halt richtig stark. Halt Maul, Alter, was ist das? Das war richtig gut, Alter. Das hast du der echt gut Poison, gespielt, Mann. Packer, Widerreiterin. Fuck, das hätte ich auch mit der Barbarenhütte so doll verloren. Aber ist das jetzt bei 4 Siegen schon wieder so? Was ist er denn? Wladimir Putin. 6600. Ja, die Geheimdienste sind das, ich pass auf. 11.500 Wins. GG, Alter, sauber. Sehr, sehr stark. Ich will so gerne die 10. Ich möchte nicht so welche Gegner kriegen. Warum ist diese Challenge so viel verschwitzter als alle anderen? Warum? Das war gut, Mann. Das war trotzdem stark, Mann.
Das war gut. Du kannst ja ganz kurz machen, wenn du magst. Ja, mag ich sehr gerne. Ich habe meine Skami einfach Max von 12 auf 14 bekommen. Auf dem Free-to-Play-Account? Geil. Ja. Die sind so fett, die sterben einfach nicht von einer Firecrackerin und so ein Scheiß. Und die sterben nicht von 12er-Skeletten von dem Gegner und sowas alles. Firecrackerin ist gestört, Mann. Ich bin gerade dabei, den Cage zu maxen. Ich auch. Ich hatte heute so Glück in den Truhen, ich kann ihn eigentlich, wenn ich das Gold habe, direkt auf 14 ziehen. Ich fand den Cage so scheiße, als er rauskam. Jetzt bin ich so ein Riesenfan. Ich hab dich eingeladen, kannst du annehmen. Ich bin so ein Riesenfan von dem Cage. Hab auch angenommen, ja. Echt safe? Warte, sag jetzt. Jetzt ist es. Sehr gut. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Wir machen weiter. Hä? Du spielst einfach genauso weiter wie eben und du kriegst easy den Siege. Was hast du überlegt zu machen? Ich weiß es nicht. Ich will Menschen als Gegner haben. Bubble? Komm grad. Hab ich nicht. Oh, hab ich doch! Oh Gott! What the fuck? Alter! Okay, Golden Knight. Also was geht auf? Ja. Wie bin ich dagegen? Gut, du hast Barbell, du hast Eros, du hast Feuerwehr, du hast einen schnellen Cycle. Du musst halt nur was einsetzen gegen die Dark Wolf, wenn du einen schnell macht. Charge? Geh rein, Charge, ja, mach einfach. Er wird eh nicht treffen. Oh. Okay, wahrscheinlich Royal Giant, muss aufpassen. Spiel Babyding drauf, Babyding, und dann, ja, Cage kannst du aussetzen, ist okay. Ist so ein bisschen die Billo-Variante. Oh. War jetzt schlecht von mir, ne? Da hast du jetzt einfach ein vom Bubble rausspielen können. Hätte ich einfach warten sollen, ne? Ja. Oh Gott, wie schlecht! Wie schlecht! Egal. Ja, ist gut. Das ist sehr, cool. Sehr gut. Ja. Alles cool. Leuchte dich für wieder, hä? Ja, jetzt hart verkackt. Er hat hart verkackt, das ist gut. Da kannst du jetzt den Evos reinspielen, Evos und Golden Knight. Evos am besten direkt aufklatschen. Oh, nice, genau deswegen. Jetzt. Lecker. Nice, dann Instant Charge noch. Und dann EDC hast. Er wird nicht genug EDC für seinen Mega-Ratter haben. Oh no, wie geil. Also Evos und der Golden Knight ist ja so geil in Kombo, ne? Ja, ist eine gute Kombo. Okay, zuerst jetzt kannst du Ja. Kannst jetzt warten, was er macht. Und dann einfach, da kannst du Baby den reinspielen, genau. Ich will den Turm nicht kampflos geben. Okay. Wird einen Epic Royal Giant bekommen. Also du kannst auf Kram versuchen, ihn zu deffen. Ich würde aber eher, wenn jetzt... Kobold ja, aber ich möchte, dass er noch einen Royal Giant einsetzt. Also, ja, okay, weißt du? Ja, ist gut. Cage, genau. Kannst du einen Feuerball draufhauen, wenn du willst? Also, wenn du... Ja, okay. Cage? Nee, Bubble nicht. Oh mein Gott, er hat doch nichts. Er hat doch die Hässe. Das Fass. Stimmt. Ewesheim. Das hat jetzt zwar einen dicken Megarte, aber ja, musst du durchlaufen und nicht chargen. Ja, er wird Megarte. War schon zu spät. Okay, Baby Ding rein und dann, okay, das dürfen. Nee, das sind durch der Arsch. Nein, das sind durch, okay. Feuerball auf die Cracker gleich. Kommt nicht! Digga, der ist AFK oder so. Er hat keine Dix hier. Der ist AFK, Mann, nicht. Der hat genug Dix hier. Du musst irgendwas machen, Box. Jetzt einfach rein, genau. Alter, was ist das für ein Abschutzplacement? Ist das so schlecht? Ich weiß nicht, was du machst, Alter. Pass bei Dingen an King. Er ist AFK, er hat Disconnect. Boah, ja. Ist das geil, das ist so verdient. Verdient das, gell? So verdient, dass der Gegner Disconnect hat, okay. Ja, also ich hab voll Bock auf den Win. Perfekt. Und deswegen ist es verdient, okay. Gut. Okay, nice. Sehr gut. Der war so in einem öffentlichen Bus, Alter. Das ist so geil abgebrochen. Auf einmal Tunnel. Ganz normal, einfach Sonntag, 23 Uhr im Bus sitzen und die Verbindung bricht ab in Clash Royale. Belastend, Mann. Okay. Gut. Kannst Cage ganz normal mit dich setzen? Na, ein Zitiger? Nee, wenn er jetzt so wieder, kommt mit der Widerreiterin nicht durch. Wenn er eine Musketierin setzt oder eine Flugmaschine, mach ich Baby Dragon drauf. Baby Dragon auf der linken Seite. Feuerball. Da kannst du Golden Knight einfach reinsetzen. Ja, die war ein bisschen sinnlos. Ich dachte, der läuft da noch rüber und da kommt der Dings noch mit, weißt du? Ja, ich hab deinen Plan, ja. Guck mal rechts.
Ja, rechts guter Damage, let's go. Du kannst den Golden Knight gleich chappen und kill den Magic ab. Nice. Möchten wir einfach Cage rein? Genau. Sehr gut. Schafft ihr okay, das, der Kobold? Was, ja. Alter, was hat der für Hits drauf? Der macht den 1 gegen 1! Ja, ja, fast. Also, der ist außerhalb des Turms nicht, aber ansonsten, ja. Was für ein geiler Typ. Das okay, Prinz, kannst du Evos reinspielen? Ich will einfach Evos ran und Baby-Dragon. Genau. Okay. Kannst da den Golden Knight reinspielen? Genau. Ja, kannst du machen. Das ist aber nicht so krass notwendig, weil der Golden Knight eh überlebt. Er selbst. Na, okay, wieso? Das chargen. Ja, was hat er denn noch alles? Prinz wieder, hat er ihn ready? Oh, lecker. Jetzt kannst du deinen Cage wieder einsetzen. Genau, ja. Einfach lange nicht, so, dass er charged. Irgendwie so. Er charged nicht, er ist smart. Scheiße, der Typ ist smart. Ey, es geht so smart. Okay, das sieht gut für dich aus. Kannst warten, genau. Dann kannst du Barpuller gleich draufhauen. Ja, ja. Baby Ding hinten. Und dann Evos rein, dann Skelette. Oh, Skelette mit dich, let's go. Das musst du eigentlich haben. Ja, du bist doch Feuerball, du musst doch irgendwie das werfen. Ja, lass ihn chargen. Oh Mist! Guter Charge, hat den Dings überleben lassen. Genau, Skelette. Du kannst den Megaretter übrigens auch mit Skelette surrounden. Wenn du Skelette genau echt? Darauf spielst, dann macht er den Megaretter. Aber schwierig, oder? Geht so. Ist echt nicht so schwierig. Du musst ein paar Mal. Mach's ein, zwei Mal und dann kriegst du es hin. Okay, noch gleich. Ja. Lass ihn chargen. Ja. Oh! Let's go! Baby Ding rein, genau. Dann kannst du darauf Barbar fast spielen. Hat sein Lightning gespiegelt. Echt? Ja, ja. Ja. Der einzige Damage, den ich kassiert habe, war. Auf der rechten Seite, ja, der jetzt Evos hinten, genau. Das zwei Lightning kassiert mir nicht. Ich krieg kein Damage. Ich bin immun. Ja. Was du mir gerade abgefangen hast, war nicht so smart, aber ist egal, geh rein. Oh. Ja, der überlebt zu 2 AP, eigentlich. Jetzt rein, genau. Digga, meine Defense ist crispy clean. Ja, ich weiß. Du spielst so gut. Das ist ein gutes Deck, Mann. Das ist ein sehr gutes Deck. Spielst du heute um Welten besser als gestern, um ehrlich zu sein? Jetzt gestern war die Gegner zu krass. Wenn da so ein Übersweat kommt, der bringt mich ins Taumeln. Warte. Du musst irgendwas gehen. Ey, du bist gerade wieder im Koma. Nee. Hilfe, du bist im Koma. Stun ist da. Digga, der spiegelt Lightnings! Also, du warst gerade fett im Koma, Baby, den Griffin rechts. Ja, das ist die Guard. Bett rein. Ebus rein, was für Wobbeln. Rechts? Nein, Ebus hat den links. Ach so, mein Gott, ich dachte wieder Zeit. Mehr Zeit, du hast aber erst genug Zeit, jetzt da. Alter, okay, geh bitte einfach jetzt rein mit Golden Knight und Dings. Golden Knight Graveyard. Das ist so ein scheiß Loser, Alter. Ich hasse ihn. Feuerball drauf. Ja, wichtig, dass er den Spell Damage nicht kennt, Junge. Er hat gerade 13 Leaks hier auf den Turm gebürt. Hättest du das verloren? Digga, der spielt einfach Lightning Spiegel. Ist der dumm? Gutes Spiel. Der haut mir Lightning für 7 Elixier auf meine Türme. Ja. Ist richtig. Ist der doof? Glaube ich, ja. Ich bin richtig sauer auf den Typen, ne? Das glaube ich dir. Egal, Rekord war 7 Siege in der ultimativen Twitter-Challenge. Jetzt haben wir schon 6-0, ist gut. Das schmeckt, let's go, okay. Ich würde erstmal warten. Wenn du willst, kannst du ein Baby-Legen spielen.
Nee, nee, abwerfen. Jetzt Evos rechts. Ja. Reicht das? Ja, ne? Ja. Oh, ja, du weißt noch nicht, was er spielt, ne? Was ist das? Weißt du, wie ich? Nee, nee, der hat, Das ist entweder tatsächlich Graveyard oder er spielt World Giant. Rappel rein. Okay. Baby Link mit Eus. Okay, sieht gut aus. Das gleiche Deck wie ich? Nee, nee, halt Darkwoods. Ja, aber sonst. Mit einer Karte anders, das ist nee, Darkwoods. Er hat ein paar Karten anders, hat auch noch Nedo. Ein Charter. Okay. Skater. Ja, sowas oh mein Gott. War das so schlecht? Ja. Ach, das war nur ein Barpel, das ist unnötig. Okay. Der wird da ranziehen, du hast verloren. Ja, schade. Hä? Das ist die einzige Truppe, die er ranziehen kann. Er ist ja aber auch wieder der Turbo Giga Strat nee, aus der Hölle. Bock rein. Baby Dragon, genau. Ja, jetzt setzt du den Kollegen. Ja, kannst du machen, das ist nicht so gut, aber nein. Ja, wenn ich deinen Kobold betreffe? Schade. Geh bis heim. Wollten wir Ritter schon mal auf den Graveyard, der will reingehen. Okay, geht nicht, okay, krass. Aber schon so, dass der da kopieren kommt. Ne? Scheiße. Oh Gott, hast du den Charge gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Falsch, rechts? Ja, das ist was. Also ich würde jetzt Hoffnung machen wollen eigentlich, aber ich glaube nicht. Aber? Warum nicht? Weil der King alles und weil du mit 1000, 2000 Schaden zurückliegst. Scheiße. Hey, wieso spielt er denn so gut? Wie krank ist das denn? Der kann nicht so gut gespielt haben. Der muss zusätzlich gekontert haben. Nein. Hat das? Du hast den Cage gefällt und hast du den Feuerball. Hast du irgendwie den Dings ranziehen lassen und da hast du halt verloren. Das war halt der Cage, der da lässt. Der hat fast flawless gewonnen. Selbst ohne den Cage. What the fuck, Mann? Kennst du den Typen aus Turnieren? 1700. Nee. Digga, seit heute 2300. Ich habe nicht einen Friedhof spielen können. Ey, das ist so scheiße, ne? Alter. Egal, 6-1. Wir brauchen die 10. Digga, der Typ heißt sogar Muayyad the Sweat. Das ist einfach so Sweat, Junge. Let's go. Okay, okay, schon, ja. Okay, kannst den Baby Ding drauf spielen? Ja, den Hewitt drauf. Ja, kannst du auch machen. Und dann kannst du versuchen, Bill Knight zu setzen, ja. Okay. Kannst dort den. Ich lass ihn und jetzt setze ich ein. Ah, okay. Also Skelette sind halt sehr effektiver Konter gegen den. Kannst einfach oben Skelette setzen und dann stirbt er. Aber in der Charge sind alle tot. Ja, aber dann läuft er ja 3 Stunden bis zum Turm. Und er war ja nur Half-Life. Skelette rein, genau. Einfach irgendwo. Ich würde es nicht so mit oben spielen, ich würde sie so nah an deinen Turm spielen, weil wenn die Banditen so low sind und dann eh stirbt, kann es halt sein, dass er zum Beispiel an der Brücke einen Lock predicted oder Bubble und dann trifft er da die Skelette nicht, wenn du sie hinten spielst. Spielt auch die Widerreiterin? Er hat wahrscheinlich Widerreiterin, ja. Oh, wobei, er könnte auch Rambok spielen. Ja, Rambok. Ich bin mir nicht sicher, er hat auch so ein komisches Deck Banditen und Golden Knight spielst du eigentlich nicht in einem Deck. Charge nochmal. Kann auch sein, dass er gar keine Wind Condition hat. Ja,
Der muss jetzt aber sterben, bevor er Hit macht. Oh, meine Fresse. Ich will nicht mehr, weil der Ewis gestunt hat. Alter, das ist so bitter. Du kannst Cage setzen, defensiv, genau. Oh, wie unnötig. Was zur Hölle? Baby Dragon. Ewis geht auf? Ja, okay, aber du gibst mir halt jetzt Spell Value. Welchen hat er denn? Welchen Spell? Hat er denn bisher gezeigt? Feuerball oder Poison? Warte. Ja, charge nochmal EU. Okay, nehmen wir nicht. Geht noch davor, genau. Oh, oh meine Fresse. Ja, Feuerball. Ich hätte jetzt da eine 1-3. Oh, gute Feuerball. Ich bin total an den Eiern. Ich verstehe das nicht. Ja, okay, den Cage. Charge okay. Nur jetzt wieder selber seine Riesentruppen. Ja, charge. Ganz ansonsten wird es eigentlich recht gefahrlos. Es hat nur eine Elixier, also als ob das Geld ist halt jetzt in vielen Fällen wird. Jetzt geht er in Mitte. Timing. Über den rein oder irgendwas, ja. Okay. Jetzt gehen wir rein gleich. Ja, okay, charge, 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 charge. Richtig. Sehr gut. Nice. Oh, noch schöner Hit. Jetzt spielst du Cage hinten. Rappel rein. Oder irgendwas. Egos kannst du auch hinten spielen, ist egal. Alles gut, alles okay. Machen wir hinten. Spiel da Baby Dragon gleich drauf. Jetzt. Ja, Egos noch rein. Wieder Cage. Touch. Sehr gut. Baby Dragon. Am besten nicht zu den Line, weil könnte gleich Magic Archer natürlich bringen. Dann ist Betten davon. Ja, gut. Das musst du aber spielen. Das ist unbedingt. Jetzt musst du rein mit dem Busch. Muss rein. Graphic, Graphic. Nice, das ist es. Ja. Jetzt war sehr schön. Boah. Alter. 7-1. Scheiße. Scheiße. Let's go. Weißt du, wie das, Matchmaking genau funktioniert, weil wir nicht face? Das ist einfach irgendwelche Leute. Aber Leute, die auch 7 Siege haben? Ja, ist glaube ich, ja genau, müsste ungefähr so sein, ja. Auf jeden Fall keine 17er. Ich finde das Deck in der Defense insane. Rappel, genau. Ja. Baby Ding rein. So, der Gegner hat. Okay, Feuerball. Easy. Oh, wie schlecht von ihm. Ja, da kannst du Skelette oben setzen oder auch Bonnard, okay. Jetzt gleich in die Mini-Packer-Skelette. Kannst ihn chargen lassen, wenn du willst. Wenn du Valkyrie? Im Cycle, oder? Ja, wenn du einen Ritter hast, der stimmt. Ist egal, ist einfach chargen. Eine Elixier ist echt nicht so wild. Ja, Cage linksorientiert. Weil du willst ja die Prinzessin töten. Ach so, will ich gar nicht. Aber ja, jetzt gut, jetzt will ich's.
Wusste gar nicht, dass das zur Debatte steht. Weil Kühe und ein Ritter. Ja, das ist ganz wild. Golden Knight, genau. Lohnt es sich zu charge, wenn ich weiß, er hat den Ritter? Ja, lohnt sich in den meisten Fällen, weil die Leute halt auch Fehler machen. Ne? Ach, Minipack hat er ja auch noch. Oh mein Gott. Fährt rein. Oh. Kein Bubble. Kein Bubble, ist verlost. Jetzt musst du Egos aus Kohl versauen. Das kann ich nicht. Jetzt. Kann man das noch so mit dem Trick machen? Kann man machen, ja. Oh, doppelt verkackt. Ja, das brauche ich nicht lassen. Der hat 1000 Truppen dagegen. Der Würdigen. Ja, also. Golden Knight und der Brücke ist jetzt in der Tat nicht so der weiseste Play gegen ihn. Gegen den nicht, ne. Der Würdigen. So, dann kannst du den Egos reinsetzen. Chargen jetzt mal, weil jetzt hat der Magier und der wird den Magier chargen. Nein, schon wieder rausgehauen, Hilfe! Oh, Max, Mann. Das ist schlecht. Kaufe ich Feuerball drauf. Feuerball jetzt. Okay, ich muss den linken Turm hier holen. Ja, du musst irgendwas hier holen. Oh, er hat verkackt. Links rein! Links rein, links! Ja, ja, links rein, links rein. Charge, charge, charge. Hätte ich jetzt nicht gemerkt. Dadurch verliert er das Targeting. Jetzt tankt er zwar trotzdem noch, weil du ein bisschen Luck gehabt hast, aber ansonsten. Alles guter Schaden trotzdem. Let's go, nice. Sehr guter Schaden. Ein Tesla falsch gesetzt, direkt ausgesetzt. Keine Ahnung, wie er verteidigen muss. Catch rein? Ja. Ein Feuerball. Ja, passt. Golden Knight, du Gravehead. Echt? Ja, also du hättest auch jetzt einfach Gravehead zuerst und dann den Ding setzen können, wäre auch. Oh, der Tank nicht mehr, Max, nicht chargen. Nicht chargen. Nicht chargen. Cage. Ganz oben auf der Liste jetzt. Muss ich aufhalten. Okay, Bubble rein. Hey, wieder irgendwo ein Dings. Ah, chillig, chillig, chillig. Kannst du gleich die Folge draufhauen. Ja, gut. Nice, das ist es. Sauber. So. Sau stark. Riesengroße Barberry-Probleme. Ja. Auf den Win reicht's. Ein Tesla falsch gesetzt. Gewusst, wann's reingeht. Geil. 10.000. Gold. Schmeckt. Die brauchte ich nämlich. Tornado hoch. Du bist aber bald Level 12. Ist das gut? Ich bin auch Level 12 schon, ja. Aber was facest du so in den Clan-Spielen am meisten? Was meinst du? Welches Level facest du am meisten in den Clan-Spielen? Ich habe die lange nicht gespielt. Ach so. Gerade tatsächlich, ja. Bisschen los von mir. Okay, okay. Weil ich face so oft 11er. Ich will so lange 11 bleiben, wie es geht mit dem Deck. Also ich habe ja keine... Weißt du, was bringt mir das, wenn ich ein 12er spiele, wenn ich lieber gegen 11er spiele und da sind viele nicht maxed? Ja, aber du bist ja bald auf 6k und dann warst du schon mal auf 6k mit dem Account? Nö. Ja, okay. Na, ich bin auf 6k und da ist halt das Matchmaking aufgehoben, das Level-based. Und dementsprechend ist es schneller, maxed zu gehen. Möglichst schnell. Ich habe schon 5 Grad noch 14 jetzt. Ich auch. Schmeckt. Ist geil. Sehr, sehr geil. Okay. Hier ist rein, genau. Hier ist ein Skelett am besten noch. Ich muss nachdem den ganzen Kurzwinkel. Mach das. Alter, mein Magier wird Full Life überlebt. Ja, Bubble rein. Da hätte man jetzt ein bisschen besser. Oh mein Gott, wie schlecht. Teilen können und spielen können, aber reicht. Okay.
Ich spiele Brücken-Spam-Deck. Hat er auch eine Packer dabei? Nein. Sollte eigentlich ganz gut sein. Charge. Jetzt schnell chargen, dann kommt der Turm. Ja, jetzt ist halt. Ja. Jetzt war es zu spät schon. Ja. Ego ist rein, genau. Babydeck nochmal hoch links. Ah, jetzt auf jeden Fall Scan dahinter. Ja, genau deswegen der Babydeck eigentlich. Aber jetzt klärt er noch in die Mitte. Ja, nicht so. Dass der Becker zumindest zurückläuft, weil er eh seppen. Sepp nicht. Na gut für dich. Aber ansonsten immer ein bisschen höher placen, damit er noch zurücklaufen muss. Ist okay, ja. Charge. Chargen lassen? Ja, mach. Nice. Cage. Digga, er hält zuerst das Ding auf und dann kommt er da raus und verprügelt die komplett. Das ist und jetzt muss er sogar noch verteidigt werden, Alter. What the fuck? Und zu der Drambox. Krass. Das ist ja heftig, OP. Appel. Ja, okay, ist nicht mehr. Och. Guck, sonst hätte. Also auch nicht. Ich war so schön, mit Aktionen, die auf einmal aufkommen. Ja, das ist mal geil, oder? Das ist immer wieder geil. Du machst diese Fehler gar nicht. Deswegen kommen diese random Interaktionen bei dir gar nicht, weil du diese Fehler nicht machst. Manchmal mache ich die übelsten Fehler und jetzt manchmal ist es scheißegal. Manchmal ist es sogar gut. Eurer? Echt? Warum? Ja, auf den Ebus und Turm. Free Value, hä? Auf Ebus so, und Turm, nicht auf Ebus und Feld. Jetzt haben wir es. Gerade von gesprochen! Gerade von gesprochen! Wie geil! Ich kriege Anfälle, Mann. Oh, Alarm. Ja, in Baran. Ja, egal, wir sind trotzdem noch. Alles gut. Habe ich zu sehr gefeiert, die Szene. Ja. Ja. Wir drücken noch an, okay, Cage rein, Cage oben, genau, gut. Ja. So ein Schwein, dass der Arsch nicht dran ist. Ah, jetzt, aber egal, pass. Setz noch was, bitte, setz noch was. Boah. Hab ich extra gemacht, damit der Ebus keinen Hit kassiert. Oh, Gegner failed. Ebus überlebt. Kein Feuerball, Feuerball raus. Dann geht das Goldner Brücke. Jetzt kommt's dann wieder. Ich hab nicht genug Elixier für Packer. Oh, ich warte mit dem Charge. Nein, jetzt, Charge. Alles gut. Arm. Ja, okay, auf Feuerball. Jetzt haben wir gewartet, bis du den triffst. Aber okay, jetzt Cage hoch. Du hast ihm keine Magic Archer, will ich mir bieten. Okay, setz Gerte vor den Cage. Schreck vor den Cage. Genau. Und jetzt gehst du am besten wegen hinten links. Oh, ich hatte Angst! Ich hatte Angst! Baby-Ding rein, irgendwas drauf, du hast ihm keine Archer-Value gegeben, Mann. Du gibst ihm jetzt Archer-Value! Also, das ist ja wirklich. Ihr müsst noch rein. Gut. Hilfe! Jetzt musst du rein, im Grafett. Okay, auch gut. Graveyard. Scheiß drauf, Graveyard, Mann. Graveyard echt! Ja. Okay. Ebus hinten, Ebus definitiv. Nein! Catch! Fix mich, ich will gewinnen! Ja! Ja, Mann! Was? Ich hab das Leben gar nicht mehr gesehen, ich war nur noch in der Defense. Dicker. Alter! Ich sterbe hier. Wie geil, Mann. Ich wollte so sehr gewinnen. Und dann, auf einmal ist das Spiel vorbei. Ich dachte, ich hab verloren. Ich muss ganz kurz aufs Klo. Bis gleich. Ey, die Challenge ist viel zu versweated. Ich wollte nie auf so einem Niveau Clash Royale spielen. Max, rauchen ist nicht gut. Ja, ich habe keine Stimme. Weil ich hab Tabak geraucht. Ich hab mir eine Stange Marlboro gekauft und die habe ich geraucht. Weil das ist voll smart. Daher kommt das nämlich mit der Stimme. Ich hab für ein bisschen Tabak in Papier mit einem Filter dran, habe ich 70 Euro ausgegeben und hab mir den jetzt reingezogen. Und hab mein Krebsrisiko wahnsinnig groß erhöht. Stinkt mega heftig und hab jetzt gelbe Fingernägel. Und ich bin 17 Jahre gealtert und ich sterbe früher und leide dabei mega heftig. Das ist so voll mein Ding. Ich rauche gerne Tabak.
Daher kommt das mit der Stimme. Hast du gut erkannt, Mann. Das ist sehr gut. Meine Freundin feiert das mega, seitdem ich immer nach Kippen stinke. Ich rauche im Auto. Das ist so mein Ding. Ich fahre von Hamburg nach Berlin in einem komplett Elektroauto und rauche durchgehend. Und jetzt habe ich, deswegen ist die Stimme jetzt so weg. Ich mache die Fenster nicht auf. Let's go. 9-1 ist geil. Ich will die 10. Ich will einfach die scheiß Kiste haben, okay? Bitte. Let's go. Versprichst du mir die 10? Ich verspreche dir. Bei deinem Playstyle verspreche ich dir gar nichts. Mann. Auf geht's. Okay, let's go. Was kann er? Ich würde erstmal warten und dann Skelett gleich setzen. Feuerball. Alter, was spielt denn der für ein Cycle-Deck? Spielt absolutes Scheiß-Deck. Was ist das denn? Er hat Double Cycle, also Double LXC-Karte, dann hat er Flugmaschine und Ofen. Okay, keine Ahnung. Baby denk rein, genau. Zwei Hütten, ich kotze. Der Cycle die ja, Weltmeister also, zwei. Du Leid an der Brücke, du kannst doch in die Hütten chargen, das ist doch übel gebrochen dagegen. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er einen Feuerball auf die Zinks gespielt. Ebus rein. Ebus. Okay, du bist clever, du musst mit den Charges aufpassen. Der Typ ist nicht bad. Natürlich ist er nicht bad, hier ist jeder nicht bad. Oh, der ist bad. Oh, ja, so. Ups, bleibt er direkt. Er ist sauer, okay. Da kannst du den Feuerball auf sein nächstes Gebäude hauen. Das war natürlich kein Poison. Sonst haben wir immer ein Poison dabei, aber jetzt haben wir nur einen Feuerball, das ist scheiße. Skelette? Hä, Feuerball meintest du doch? Ja, auch gut, aber du kannst mit Skeletten den Ding abwehren. Wenn du die Skelette hinten irgendwo setzt, wenn du Full XP hast. Ja, genau, so, zack, passt. Jetzt wärst du zwei Sachen ab. Babyling oder Bubble, beides okay, wenn du halt triffst. Hab nicht getroffen. Okay. Okay, ich passt, ja. Okay, Babyling ist gut, ja. Okay, bisschen defensiv. Der ist so ein Swag. Ja, Ebus rein. Gib mal zu, dass er jetzt ist. Muss doch mal dann zugeben, dass er einfach ganz krass ist. Also er hat sein Lockhart eben komplett gefällt, dadurch, dass er ja, aber er weiß viele Sachen super heftig. Guck mal, was hat er mit meinem Ibus gerade gemacht? Ja. Also. Du musst versuchen, auf jeden Fall die Charges jetzt. Charge schon mal. Ja, kann er doch. Okay, Charge schon mal. Trotzdem, Charge. Wichtig. Let's go, gut. Baby-Ding drauf, Baby-Ding. Ja, gut. Skate auf den, genau. Am besten ein bisschen höher platzieren, dann muss er halt noch zurücklaufen. Aber jetzt ist mal kein guter Feuerwehr von ihm. Jetzt kannst du versuchen, mal reinzugehen. Gehen wir mit Golden Knight Graveheart an der Bucke rein jetzt. Ja, gutes Timing. Das Graveheart. Und jetzt Mutter echt ab, bist du im Arsch, wenn der keinen hat, okay. Na gut, Charge schon wieder. Jetzt war sogar okay diesmal, aber du musst halt mit den Charges echt aufpassen. Ja, muss ich aufpassen, ne? Aber du hast gewonnen. Dass ich nicht zu schnell einfach seinen Turm hole, 10 Sekunden vor Game Ende. Ja, das sind die 10! Oh, noch der Kick, Junge. Das ist geil, wenn ich Fehler mache und die sind einfach gut. Und irgendeine random Interaktion passiert. Das ist so geil immer. Das macht dich so sauer. Es war in der Situation so dumm zu chargen, weil er ist ein guter Spieler und er kann problemlos King Tower anmachen. Und wenn der King Tower an ist gegen Friedhof, hab ich verloren. Und der Typ war gut genug, der kann das. Und ich mach wie so ein Dummer, mache ich den Charge an, weil ich jetzt das schon wieder vergessen habe. Und habt einfach das Spiel dadurch gewonnen, weil der dadurch 1000 Einheiten durchcharged. Und dann kommt dann noch ein Fire Spirit random aus dem Ofen raus, dass er den nochmal weiterleitet. Das ist Wahnsinn. Actually, ist Wahnsinn. Gut. Viele checken das hier im Chat gar nicht, warum sich das so sauer macht, dass ich in der Situation charge. Ich weiß das komplett. Aber das ist dann doppelt geil, wenn du sagst, auf gar keinen Fall chargen, ich charge und hab seinen Turm. Dann denken die Leute, hä? Wieso sagt nichts mehr, soll nicht chargen? Ist einfach geil. Ist einfach geil. Ist einfach, ja. Letzte Belohnung. Ja, für dich ist ja unbelohnt. Let's go. Ist okay.
cool. Bad. Naja, du. Naja, allgemein das Kartenlevel. Zwei Siege schaffen wir noch, let's go. Ja. Klang jetzt nicht so überzeugt. Nee, ich glaube nicht, die sind alle krank. Jetzt Fokus. E hinten links. Ist das E? Wie bitte? Achso, E-Gen, keine Ahnung, er hat einen Cage gesetzt bisher nur. Ja. Okay, E muss drauf, ja. Das könnte jetzt E-Gen sein, da musst du aufpassen mit der Lightning Value. So? Ja, nee, das ist okay. Hauptsache, da triffst du den Turm nicht mit. Babydenken jetzt rein und dann Skelette. Skelette oben und dann Babydenken, genau. Lass der halt. Ja, sehr gut. Jetzt würde ich noch einen Bubble rein. Na, wobei, nee, lass mal. Ich mach so. Oh, was? Du bist was ist King denn? E-Giants. Oh Mann, echt. King Tower. Oh nein, jetzt musst du. Oh, ja, okay. Er ist schlecht, alles gut. Ja, okay. Spiel den Golden Knight drauf. Ja, vielleicht den Bubble, genau. So, jetzt sollst du den verteidigt bekommen. Sieht gut aus. Kannst du noch ein Ego spielen, wenn du willst, aber. Ja. Okay. Charge bitte nicht. Was? Mann, wieso sagst du zu spät? Jetzt King aktiviert, ne? Ey, ich hab immer so Angst, die Gegner gut sind, aber die sind alle Dogshit. Ja, das ist neu für die auch. Rein. Kannst theoretisch mal von. Na, wobei, ne. Babyling hinten. Hinten links. Genau. So, und jetzt. Ganz kurz warten. Okay. Fireball. Egos hinten, Egos. Oh Gott. Warum denn nicht? Junge, weil das ein Inferno-Deck ist. Ja, aber Egos hinten, dann läuft er einfach weg und so ein Scheiß. Ist jetzt eine Cache in der Mitte? Auch jetzt Egos. Oh Gott. Ach, Lightning ja, vergessen. Du musst mir das nochmal sagen mit dem Lightning. Die Winde hinterher tragen. Das hast du vor 2 Minuten gesagt mit Lightning, wenn du aufpasst. Ich weiß nicht, wer das ein Lightning hat. Scheiße. Okay, schon. Warum Cage jetzt? Jetzt kann er doch einfach ein Agent. Ja, jetzt macht der Agent hin und du hast einen Cage in seiner Lane. Super nice. Baby Ding hinten links. Geht rein. Und dann den Golden Knight. Golden Knight. Touch in den Feuerball. Ja, auch gut. Nächste E, es gibt so viele Icon-Value. Ja, passt. Ja. Oh, was ein Cage! Ich sterbe! Ich cycle. Du cycles, Alter, was? Ich bin gleich wieder easy. Ey, ich zieh ganz rüber. Wir gewinnen. Egos erstmal rein. Ja, okay, das ist so eine Flippe, Junge. Es ist echt insane. Bubble, du musst jetzt cyclen. Jetzt hochspielen. Boah, Digga, du musst dich so weglanken. Ja, scheiße. Okay, das ist so stark. Bad, muss das so gewinnen. Geld rein. Was ist noch so? Ego ist auch noch? Nein, Babyding. Ja, so hinten dann. Okay, Bubble das. Und dann Feuerball, wenn der Ego ist. Cage. Schön weit weg. Ja, richtig. Jetzt gleich meine Lightning. Egos, ganz vorne, Egos. Jetzt musst du rein, jetzt musst du Druck machen. Ja, okay, Grafer, kein Grafer, der gleich nicht. Geht rein. Auch gut. Jetzt geh rein, aggressiv, Grafer. Das Problem ist, ja. Das Ding ist bei Eva, die hässliche Skam, du kommst nicht weg. Okay, spielst du nicht mehr. Cage oben. Nein, ich hinten nicht gleich. No! Ja. Kannst du sogar noch eins weiter rechts durchspielen. Ich weiß nicht, wie ich seine Scheißdinger ausweichen soll. Einfach alles an der Brücke spammen. Wenn der Brücke spammen nicht leicht. Ich kann jetzt nicht machen. Ich tue es an der Brücke, da sind 1000 Egos mit einer P. Da tue ich es nach ganz rechts, dann zieht er darüber, dann hat er die Truppen in der Mitte. Das ist das nicht voll das super heftige Deck gegen mich? Nee. Schwöre? Ja. Bei normalen Spielern? Schwöre.
mein Deck gewinnt in Clash Royale insgesamt öfter gegen sein Deck, als dass seins gegen meins gewinnt? Ja. Hundertprozentig. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann stellst du bei mir den Pros, so. Bei den Pros verstehe ich. Nein, auch generell. Ich hätte gegen mich selber mit dem Deck gewonnen. Ganz, ganz doll hätte ich mit dem Deck gegen mich gewonnen. Nein, hättest du nicht. Safe. Ja. Wenn ich beide Decks spiele und gegen mich spiele, gewinne ich mit dem Agile Deck 10 von 10 Games. So weiß ich nicht. Scheiße. Egal, die 10 haben wir schon. Die 10 haben wir schon. Okay, let's go. The Magician 1. Der Schrank, genau. So, jetzt ist die Frage, was spielt er? Okay, Mutterhexe. Wir setzen mal da irgendwie Babyblade oder sowas ein. Oder Feuerball, auch gut. Evo ist gleich rein. Genau. Setz den Golden Knight schon mal drauf, weil er wird Feuerballen. Gut. Lass ihn nicht chargen, würde ich wahrscheinlich jetzt Packer bringen. Oh, Golden Knight selber, okay. Er ist ein Packer Golden Knight, aber spielt irgendwie komisch. Oh, Packer Golden Knight, habe ich jetzt gar keine Bock. Ne, ist aber okay. Du hast Feuerball. Rappel drauf. Ja, es wäre ratsam, ihn abzuwehren, ne? Es wäre ratsam, ihn abzuwehren. Oh mein Gott. Ich habe noch nie gegen ihn gespielt. Ich weiß nicht, ob ich was verteidigen soll. Der hätte gleich ganz oben, dann braucht er da kurz 2 Hits, wenn er reingecharged kommt. Ja, aber warten jetzt. Okay, Catcher. Oh, scheiße, Mann, das wäre okay. Mach. Ansonsten, wenn er so Mutterhexe random hinten spielt, du hast Full Elixir, geh einfach andere Lane, Goldener Graveyard. Hast du ein Heimtor. Ich würde noch was reinspielen. Ja, vielleicht ist es besser, ne? Oh mein Gott, ist tot, okay, jetzt geh mal rein, geh rein. Graveyard into Charge. Ja, Charge könnte jetzt zu stehen kommen. Ah, wobei, nee, Moment, ich muss kommen. Das ist zu mächtig, die Defense. Nein, Schimmer. Ja, Ego ist raus, jetzt nicht so nice, weil da hast du nichts gegen seine Wilderreiterin. Okay. Also du hast Cage, aber Ego ist willst du eigentlich eher dafür aufheben. Babylon hinten rechts. Und dann spiel jetzt den Cage, genau. Und die Skelette, ja, Feuerwehr. Oh, der Feuerwehr wird so saftig. Wichtig, let's go, nice, das war gut. Das war sehr gut. Warten. Das ist aggressiv. Ja, dann muss ich jetzt auch chargen. Jetzt muss auch B sagen. Ja. Ja, ist gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Jetzt Bubble drauf. Was? Bubble drauf einfach. Page, genau. Ja, Baby Dragon hinten rechts. Wir gehen rein. Warum denn rein? Er hat doch Mutterhexe, hä? Dafür ein Feuerball dabei. Guck mal jetzt den Charge an. Bam, bam. Hä, nein, noch ein Schwein weiter! Das wäre so geil gewesen, ne? Skate oben, skate oben. Mal so und so. Oh mein Gott. Wieso? Weil du ihn deffen musst, hä? Nein! Ich hab's perfekt! Ich hab das Barbell, dachte er ist rausge... Ja, durch. Bin stinksauer. Ich warte so lange mit dem Barbell, damit der Dark Prince den Barbar angreift und der Packer die Skelette. Dark Prince haut den 360 Grad Hit raus, nicht auf den Barbar, sondern auf die Skelette, Game vorbei. Das hätte ich noch so gewonnen. 10 Siege war das Ziel. 10 Siege sind geschafft. Ich bin sehr happy. Wir haben Games gewonnen, die hätten wir gestern auf keinen Fall gewonnen. Da wären wir sonst wieder bei 6 oder 7 raus. 10 ist sehr gut. 10 ist sehr gut. Ja. Sehr gut. Wie lange gab es keine 20-Siege-Challenge? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Circa, ja. Ich will, dass sie wieder weg ist. Wieso? Die E-Sport haben sich alle darüber gefreut, aber die ist einfach viel zu versweated. Wir sind nicht Global Tournament. Ist doch auch gut für dich, das oder nicht Global Tournament? Kommt Dienstag. Ja, Global Tournament ist auch viel geiler. Ja, aber 20 Siege sind nice, weil da hast du halt nur 3 Niederlagen.
Und das ist auch nur einmalig halt. Warum ist sie so versweated einfach? Ja, weil jeder, die gewinnen will. War auch perfekt. 23.30 Uhr bin ich mit G-Time und Rumatra verabredet. Sie musste ich verlieren. Ich habe absichtlich die Skelette falsch gespielt. Ja, ich wünschte, es wäre so. Ich auch. Okay. Ey, das war sehr geil. Ziel von 10 ist gepackt. Sehr, sehr nice. Sehr nice. Was ist die nächste Challenge? Ja. Kronen-K.O.-Herausforderung. Übermorgen, genau. Aber das ist doch nicht das Global Tournament, oder? Doch. Doch. Lol, und ich habe 500. Ich habe 500 Gems. Ja. Alter, ich brauche die Tauschmarken, Mann. Oh mein Gott. Wir müssen die Siege schaffen. Wir müssen 14 schaffen. Kronen-K.O. 14 Siege, ja, geil. Ey Leute, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Schaut auch bei Big Spin vorbei, lasst da auch ein Abo da. Das war wieder sehr geil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein, ne? Tschö, tschö. Tschö.